Okay, Niki. Nicht erschrecken. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Was denn? Habe ich da irgendwas? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sieht doch ganz normal aus, oder? Auf meinen Kopf? Wie jetzt? Hä? Habe ich mich bestimmt gestoßen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid ja nicht zum Rumalbern hier. Wir wollen ja ein bisschen zocken. Auch wenn der Name Möchtegernzucker heißt. Heute wird es weitergehen in der Geschichte The Witcher 3. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob wir überhaupt reinkommen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir warten immer noch, dass das Spiel startet. Ah, jetzt kann ich rüberschalten. Noch nicht. Es mag mich heute irgendwie nicht. Aber wir schalten trotzdem rüber. So. Ja. Völlig Banane. So. Ich weiß, dass es dein Papa schon durch hat, aber ich dachte, ich probier's mal jetzt so. Jahrelang vorgedrückt. So versammelt ihr euch vor mir. Ach, die Gesammelten. Kennen wir schon. Wie gesagt. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Der Sound okay so? Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ich muss mal kurz. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zu Wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So, dann können wir wieder wechseln. Wenn der Sound okay ist, ist das okay. Ja. Es ist ein Ladeproblem. Er ladet und ladet. Hab's dir gesagt, wenn du nicht zahlst, kannst du hier nicht wohnen. Verschwinde! Du bist herzlos. Vielleicht bin ich auch Geld. Kleiner Pisser. Das höre ich schon, seit du eingezogen bist. Dann geh da und wohn dort. Aber da haben sich Bestien eingenistet. Nicht mein Problem. Verschwinde aus meinem Haus, alte Schachtel. Der ist ja nett, der Idiot. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach überm Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden.
Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge. Für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Der Fall, ich hau ich. Na, dann kümmern wir uns mal darum, ne? Mal gucken, welche Rang das Ding hat. Dann rücken wir mal die Rücker her. Dann gehen sie von mir Rücker. Hahaha, geiler Wortwitz. Ich weiß, dass ich Monsters kloppen darf. Monsterklopper. Die Monster kriegen jetzt Klassenkeile. Monster kriegen Klassenkeile, sag ich lady da. Da kommen wir zu den. Ich würde ja sagen, das ist dein Internet. Weil bei mir leckt's nicht. Niki, leckt's bei dir? So, dann wird's wohl bei dir liegen. Drück mal F5. Ey, Kuschelbär! Aber wenn bei mir keine Probleme sind beim Kontrollfenster und bei meinen Kollegen nicht, kann es nicht bei mir liegen. Die Einstellung mal ein bisschen runterschrauben beim Schauen, also. Weil wie gesagt, bei mir läuft alles flüssig. Und bei meinen Kollegen auch, also. Okay. Dann ist gut.
Alter, die will mir doch nicht sagen, dass die von dem Dorf bis hier hinten hergelaufen ist, Alter. Wem will denn das erzählen? Alter. Der war wohl ein bisschen stärker als ich. Niki? Ich bin auch alt. Ich laber ja keinen Schrott, oder doch? Weiß nicht. Das Vieh hat mich gerade ein bisschen gemeuchelt. Das war ein bisschen stärker als ich, würde ich sagen. Na, viel fehlt nicht mehr an den 60. Also, hallo? Oh, jetzt darf ich wieder da lang. Komm her, Plätzchen, komm. Davon sollten sie mal ein neues Spiel rausbringen, das wäre geil. Müssten wir mal die Bücher rausnehmen davon. Los, los! So, auf in den Kampf und wieder verlieren. Ich bitte drum. Mach langsam. Nicht so schnell, Plätze. Mit Axi haben wir nicht streißen können. Lighting Man. Bleib mal da mit den Wölfen. Du fällst mir noch nicht. Nee, komm, hau ab. Das muss das Herrenhaus sein, was die alte Frau meinte. Tor. Zu. Okay. Alter.
Alter, von ihm ist er schon fast voll. Damit soll denn das? Also, weißt du, Hexer verträgen nicht. Hau ab. Bewegung. Ich sollte die Ohren offen halten. Es raschelt. Da drüben. Haut das Vieh jetzt ab? Das nervt. Irgendetwas stimmt nicht. Problem gelöst. Überall Fallen. Ich muss aufpassen. Hallo, vor dir Falle. Alter, siehst du die nicht oder was? Ein Stolperdraht. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie darauf kommen. Man sollte es mit einer Leiter probieren. Wird ja gesungen, Niki. Könnte gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Ich soll singen, was dort oben ist. Das möchtest du nicht. Bravo, Geralt. Du bist all meinen Fallen ausgewichen. Leto? Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Wer ist ihnen? Für den Kaiser? Söldner. Für sich selbst? Kopfgeldjäger. Für mich? Gewöhnliche Hurenböcke. Nun, von mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen Fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund.
Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Du bist unvorsichtig geworden. Hast dich in eine Falle locken lassen. Nein. Die einzigen Fallen hier sind meine. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Na los, wir gehen voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja, Improvisation. Muss ich dir jetzt helfen? Hier oben gibt es noch so schönes Zeug. Halt durch, mein Freund. Na komm. Hier wird's noch Hey. Fick dich! Hast du überhaupt ihn getötet, du Affe? Alter, der kann ja nicht. Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Wir wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Oh nee, lass mir erstmal looten, du Arsch! Bleib dicht dabei mir, Geralt! Dieser Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Voltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirne. Es war eine große Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Vergnügte sich im goldenen Gehängten mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden. Haben geredet, uns die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet mehr. Jojo! So, Mäuse! Kann losgehen!
Lauf, Plätze! Das wird euch nicht gefallen. Ihr kleinen Pisser. Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu Ach, sehen. Ach, wer ist er denn? Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Frage. Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Ein neuer Kumpel, der weiß, dass du ein Verräter bist. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Menschen an! Ich mach euch eine Ausnahme. Leg ruhig, oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Irgendwie glaube ich dir nicht. Warum sollte ich lügen? Leto, du musst mir vergeben. Das war nichts Persönliches. Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Wester aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Wester. Ich gehe mit dir. Ich wollte da schon sagen, kann doch nicht alles sein hier. Merken die hier nicht? Mein treues Plätzchen. Hast dich im Busch versteckt, ja. Beweg dich! Arnold Wester. Nilfgaardischer Name. Aus Methena, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Manfred Kasper. Guter Name für einen Clown. Ja, die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln.
Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, Abschaum schwimmt meistens oben. Halte die Augen offen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Langsam, langsam. Sie hat Visionen. Wir sollten sie in die Sümpfe bringen, zu den Schwestern. Und wie soll ich die bezahlen? Seit Monaten haben wir nur Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Was ist in der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier. Und misch dich nicht ein, egal was passiert. Okay. Halt dir die Ohren zu. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas. Ruhe, alle miteinander. Danke fürs Follow. Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst essen werde. Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnaud Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Wow. Verflucht nochmal, du Armleuchter. Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Was sag ich dazu? Ihr seid tote Leute, ganz einfach. Hässlicher Bastard! Hey. So kann man dir auch den Kopf abschlagen, du Pisser.
Na, hab ich doch. Bin doch gut. Sangebarisches Gift. Da stimmt was nicht. Sind doch schon alle weg. Knoblauch, Knoblauch Gott veressen. Du bist noch hier? Die hätten dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo blieb da der Spaß? Findest du das lustig? Nicht so laut, Geralt. Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Weißt du, an sangebarischem Gift kannst du immer noch sterben. Hast du das Gegengift? Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Loch Moin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten. Wäre fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen. Für immer. Ja, ja. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Und wenn er dich verraten hätte, wie Louis? Ich musste es riskieren. Wenn du nicht alle Zeugen niedergemäht hättest, wäre ich ein freier Mann. Leto von Goleta ist tot. Das hätte sich wie ein Lauffeuer auf dem Festland verbreitet. Das hätte ich nicht getan, wenn du mich eingeweiht hättest. Ich sagte doch, misch dich nicht ein. Meine Pläne sind dahin. Ich sollte wirklich verschwinden. Du könntest den Kerr Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kerr Morhen, sagst du? Warum nicht? Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Kerr Morhen. Aber dann breche ich dorthin auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf. Oh, ich werde da. Nicht auf die Fette. Mann, oh. Falsche Zeichen vorhin gehabt, aber ist egal, funktioniert. Das ist geil, die 20.000 Leichen rum und die Luft sagt, oh, ist hübsch passiert. Die ging ja bloß hier rum. Jo, welche Quest verfolgen wir jetzt? Tja. Achso, wir haben ja noch diese scheiß Quest mit der alten, wa? Der Fall des Haus Rückers, genau. Rennen mache ich nicht, hasse Rennen.
haben schon Plätze. Seine Augen waren rot wie glühende Kohle. Er neigte sich zu mir herüber und flüsterte: Du! Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Alleine? Du weißt doch, wie es ist. Zu viele Mäuler zu stopfen. Wieso bist du nur für eine Mutter? Jetzt bleibt mehr für die anderen. Kleiner Pisser. Jetzt stehen die im Weg rum. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Ein Puff. Entschuldigung. Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Nein, vielleicht hat sie jemand gestohlen. Mag sein. Es sind so viele Jahre vergangen. Aber geh zurück zum Haus und such danach. Ich kann dir nichts anderes bieten. Das werde ich. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Zehn Sekunden, hat das so eine kurze Wirkung, Alba. Leb wohl. Wirklich verbessert bei. Okay.
Was? Hast du was Interessantes? Wir gucken. Was hat der denn da? Da hinten will er auch nicht aus. Immer drei Taler für. Ja. Ist nicht viel, würde ich sagen. Alter, mir hat er so wenig Erfahrung. Alter, gleich durchschlagen. Gleich durchschlagen. Jo, Niki, viel Spaß. Bis später. Ja. Leb wohl. Schwalbe, ja. Schwalbe. Was haben wir noch Nebenquesten? Nein, ich will kein Rennen. Okay. Nein, Gwen spiele ich auch nicht. Hexeaufträge, was haben wir da noch? Sprich mit dem Auftragsgeber. Den sollten wir uns mal angucken. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Frost bedeckte seine Rüstung wie eine Glasscheibe. Ach komm, wir nehmen Kürzer. Wir machen da Plätze. Hey, nicht schubsen. Hackagauli. Attacke! Alter, das hat man bestimmt, wenn man Controller gewohnt ist. Wenn er Fragen hat, fragt du. Mich nicht mehr aus. Also der Name ist Programm bei mir. Vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Ja, und das nächste Sache, ne? Sie haben versucht, einen Hexer blöd zu machen. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht so schnell, Plätze. Hab gestern
Schalen mitgebracht. War das ein Fest? Solange die Schüssel groß wie ein Haus mit riesigen Hörnern. Stimmt das? Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erlegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Das ist gut. Dann nehmen wir den Auftrag an. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Borsois Sohn Simko vielleicht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, fliegende Drachen, Hechte ein und Fledermäuse. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich! Ich will deinen Vater rächen, aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Punkte verteilen. Ja.
Schutz um 60 erhöht, hört sich auch gut an. Tragen ist immer gut. Immer gut. So. Mach eine Alte zur anderen. Sei mir ja nicht böse. Ich schick dir ein Rechen in die Möse. Ein Rechen in die Möse. Okay. Ich möchte jetzt nicht drüber nachdenken. Ich meine, es tut doch schon weh, oder? Was ist ein Kreischling? Wir gucken uns das mal an. Ein Kreischling. Das ist ein Schauplatz des Monsterangriffs. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Monsterblut. Mal gucken, was das für ein edles Geschöpf ist. Ich denke mal, wenn er da hinten hinkommt zu dem Gebäude. Nee, doch nicht. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. Eine Gorgo. Okay. Eine Gorgo. Colossarum Bestarium. Eine Gorgo.
Was ist Kingorgo? Art. Das ist ein Kreischling. Gorgo, ich komme durch dich. Gorgolein, huhu. Bist du da? Gorgolein. Ich komme zum Spielen. Das Geräusch kommt von da oben. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Eine Bombe. Jetzt kalt zu mir. Mann, ey. Thank you.
muss ich eh eine Bombe bauen? Warte, das ist Quatsch, Alter. Da hier doch nicht. Das soll ich nehmen nochmal. Da fehlt mir jetzt Calcium. Wo finde ich Calcium? Kann mir jemand helfen? Danke. Ich sollte mich ein wenig umsehen.
das ein Rüstungsschmied. Waffenschmied, Rüstungsschmied, ich gucke jetzt mal die ganzen Scheiße, die ich in der Tasche habe. Das ist nicht einfach. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Zeig mir deine Waren. Lebt wohl. Oh, was soll das? Mein Sohn! Ist der Schein tot? Beweg dich! Ich komme gar nicht zu Atem. Stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. In so herrlicher Natur. Willst du einen Blick auf unsere Nee, ich bin aus Angewehr hier. Zeig mir, was du hast. Nee, bietet mir vier Dinge. Das ist echt. Also, was stimmt. Die habe ich schon. Das habe ich noch nicht. Oh, ich muss mal kurz aufs Klo. Bin ja wieder da. Ich mach mal kurz Pause. Ihr verpasst nichts, wir machen da weiter, wo wir sind. Bis gleich.
So, ich gehe dann jetzt weiter. Endgame, go. Das Problem ist, das Kind ist ein normaler Händler. Guck mit der Rüstschmied, der Schmied mir gibt. Auf Wiedersehen. Hast du denn so graue Haare, Süße? Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Wie viel gibt sie? Gibt 5. Okay, und 6 und so, okay. Aber der hat genug Zutaten, also erstmal hier verkaufen. Zerriebene Perlen, schwarzer Perlenstaub, Bernsteinstaub, Smaragdstaub. Jetzt haben wir hier Blei. Muss ich gucken, was ich auf die Plätze drauf habe. Such nicht, Alter. Mist. Leb wohl. Wie kann ich helfen? Mal die Klappe. Verkauf mir was. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Leb wohl. Mann, ey, wofür nimmt denn den Scheiß?
geht mir so ein bisschen Puffer hier. So. Kalte Ecke. Okay, dann machen wir jetzt mal die Hauptquest weiter, weil das bringt ja jetzt nichts. Ich hab wirklich Kalzium. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Fängst du gleich einen Vogel? Ach, der Schock. Vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hex. Licht, ganz oben im Turm. Licht mit Gicht. Na, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, danke der Nachfrage. Wie fühlst du dich? Gut geschlafen? Was willst du mit diesen Papieren anfangen? Ich führe die wichtige Arbeit eines Mannes fort, die durch seinen tragischen Tod auf Eis gelegt wurde.
Alexander hat die Katriona-Krankheit erforscht. Mit seinen Notizen kann ich Arznei herstellen. Vielleicht ein Heilmittel oder einen Impfstoff. Mhm. Ganz humanitäre Motive, wie? Nein, ganz eigennützige. Die Mächtigen werden für solch ein Heilmittel bereitwillig zahlen. Und weißt du, wie viel? Radovid zum Beispiel. Vielleicht wird er mir sogar meine frühere Verbindung zur Loge vergeben. Entweder bist du nur unglaublich naiv, oder du willst mich wieder verarschen. Was meinst du damit? Radovid hat nur ein Ziel, Emir zu vernichten. Die Katriona-Krankheit zu heilen, wird ihm nicht helfen. Also werden du und deine Notizen entweder als Brennholz auf dem Scheiterhaufen landen, oder er wird dich zwingen, daraus eine Waffe zu bauen. Red keinen Unsinn. Bakterien kann man nicht kontrollieren. Noch nicht. Aber theoretisch ist das möglich, oder? Theoretisch kann ein Dackel auch eine Wölfin schwängern. Geralt, ich habe keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich werde Radovid suchen, ob es dir nun gefällt oder nicht. Kira, ich werde das nicht zulassen. Tausende leben im Gegenzug für deine Begnadigung. Das ist vielleicht ein fairer Preis für dich, aber nicht für mich. Ich werde dir diese Notizen nicht geben. Ich gebe dir rein gar nichts. Bitte, zwing mich nicht. Halt's Maul und zieh dein Schwert. Da lache ich doch. So hätte es nicht enden müssen. Ja, schalt hin. Geht dir, regiert. Nee, ich bin so verstanden. Wenn wach hier wurde, auf einmal sah ich so aus, Robert. Muss ich halt mit leben, wa?
Ich glaube wohl nicht. Erst überlegen, dann schreiben. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nee, ich hab keine schlechte Laune, aber man sollte mit Beleidigung vorsichtig sein. Kann doch nicht gut enden hier in der Ecke. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Entschuldigung. Was machst du überhaupt hier? Chef macht Urlaub. Genieße den Urlaub. Und wehe, du bringst mir den Schmidt da. Kommst du ins Heim? Seid ihr wieder in Spanien oder was? Ist jetzt schon wieder abgehauen? Kriegst du einen Arsch voll. Ihr seid doch erst einen Tag kurz hingefahren. Geflogen. Hä? Oder habe ich da etwas verpasst? Wie gesagt, bring mir was Schönes mit. 2,5 Wochen noch, ist doch schön. Freut mich echt. Genieß die Zeit da. Bring mal was Schönes mit. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen.
Danach hat sie dauernd geweint. Das ist lieb von dir. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr? Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hm? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Was brauchst du mich denn? Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte deine Zunge! Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch! Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Entschuldigung. Du Schätzchen. Kinder sind so süß. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Hä? Leg es gleich in die Hütte. Die Häuser absuchen. Thank you.
komme ich da erst später in das Haus? Wenn du aus dem Urlaub zurück bist, müssen wir mal runter spielen, Digga. Also wenn du Lust hast. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Von der direkt auf den Kopf abschlagen, ganz einfach. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nackten Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann ist er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Wie gut. Ich muss mal gleich los. Ich hab noch was vergessen, ich hab einen Auftrag. Ich komm später wieder. Ja.